Und ganz wichtig auch ist wenig bisher im Fokus, Nitrat in den Pflanzen zu messen. Nitrat kommt natürlicherweise in den Pflanzen vor, wird von den Pflanzen aus dem Boden aufgenommen und in Protein umgewandelt. Gerade wenn es trocken ist und heiß ist und ich kriege dann vielleicht mal einen kurzen Regen kurz vor der Ernte, können die Nitratgehalte eben extrem hoch sein in den Pflanzen. Und das kann die Tiergesundheit später negativ beeinflussen. Also bitte einfach mal öfters nachmessen, dann im Silo, ob wirklich alles in Ordnung ist. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Wir sprechen heute über Wetterextreme und vor allem, wie wir im Futterbau, insbesondere beim Mais, darauf reagieren können. Dazu habe ich gleich zwei Gäste im Podcast. Beide waren auch schon mal zu Gast. Frank Küchenmeister nutzt sein globales Netzwerk, um weltweite Fortschritte, Trends und wichtige Entwicklungen im Bereich Futtergewinnung und Silierung früh zu erkennen und diese dann auch im deutschsprachigen Raum nutzbar zu machen. Ermek Nuridin ist in Deutschland unterwegs und betreut mit viel Engagement Milchkuhbetriebe. Er besucht auch regelmäßig Betriebe, um das Silomanagement und Futterqualität auf ein höheres Level zu bringen. Beide arbeiten bei Lallemand, die auch Sponsor der heutigen Podcast-Folge sind. Zeitpunkt der Aufnahme ist Ende Juli 2023. Dieser Podcast wird aber auch noch aktuell sein, wenn du ihn später anhörst. Du erfährst heute, wie du mit deinem Maisanbau und deiner Maisernte auch in Zukunft eine gute Futtergrundlage für deine Kühe schaffen kannst. Willkommen im Podcast, Ermek und Frank. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, von mir auch. Hallo Christian, auch vielen Dank für die Einladung. Ich möchte einen Gedanken äußern, den ich noch mal so im Vorfeld hatte. Wir als Landwirte sind ja also vom Wetter abhängig, ne? Deshalb reagieren Landwirte aufs Wetter, ist ja völlig normal. Aber was es ja auch noch gibt, ist das Agieren. Und beides ist ja wichtig, ne? Reagieren und agieren. Und selbst in Reagieren steckt ja auch Agieren. Nur beim Agieren ist halt noch mehr Weitblick drin und auch mehr Eigeninitiative gefragt, weil beim Reagieren, da hat man das Problem vor Augen und muss was machen. Ich möchte einfach motivieren, mehr ins Agieren noch zu kommen und frühzeitig dabei zu sein und zu steuern. Das nochmal so als Gedanke vorweg und nun aber auch ins Thema. Und zwar, Frank, wie siehst du das? Was ist eigentlich Extremwetter? Gibt es dafür eine Definition? Also es gibt bestimmt eine Definition, aber wir definieren das heute einfach so, wie es auch schon in dem Namen steckt. Es ist Wetter, das extrem ist. Also das gab es schon immer. Das wird es auch immer geben, in Zukunft halt vielleicht einfach nur öfters. Und das heißt, es kann trocken sein, es kann heiß sein, es kann nass sein, es kann kalt sein und es können eben auch extreme Wetter, wie zum Beispiel auch Sturm und Hagel, vermehrt auftreten. Ermek, was hast du jetzt die letzten Jahre beobachten können? 2018 war extrem ein schwieriges Jahr für uns, für unsere Kunden, für die Landwirte, was an Futterproduktion anbelangt. 2018, 2019 waren die Jahre halt, die auch was in Trockenheit bedingt, etwas schwieriger. Und 2020 war, glaube ich, wenn es mich meine Gedächtnis nicht täuscht, war etwas besseres Jahr. Dass dieses Wetterextreme wird von Jahr zu Jahr mit vielen kleinen bisschen Unterschied ist immer da. Zum Beispiel, das war auch 2022, letztes Jahr war auch nicht besonders Jahr. Das sieht man ja auch an den jetzt die gemachten Silos. Das sind unterschiedliche Schichten, Trockenschichten bei dem Mais, beziehungsweise die obere Schichten fangen sie auch schimmeln. Das ist auch mit dem Wetterextremen zu tun. Das ist innerhalb in einem Betrieb schon mit unterschiedlichen Maisqualitäten zu kämpfen haben. An sich des Mais soll ja von der Energie her ein gleichbleibende
Qualität und auch homogenes Futter sein. Aber das ist ja nicht nur in einer deutschstammenden Region, sondern an einem, innerhalb von einem Betrieb schon sehr unterschiedliche Qualitäten da. Ich habe dann mit einem Kunde letzte Woche telefoniert. Das ist in der Brandenburg-Region. Das hört man ja auch, dass die jetzt 100 Hektar von den Flächen jetzt, die müssen jetzt zeitiger ernten. Wenn es weiterhin so trocken und heiß bleibt, kann sein, dass sie auch in den 10 Tagen schon mit dem gewissen Anteil von der Fläche mit Häckseln anfangen müssen. Und von dem Ertrag her, die erwarten ungefähr 20 Tonnen pro Hektar. Bei dem Mais ist das ist eigentlich zu wenig. Normal erwarten wir mal 40 bis 50 Tonnen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes extrem, ne? Also das ist nicht schön, ja. Ich schlage vor, wir gehen mal so ein bisschen durch, ne? Also die verschiedenen Sachen, also trocken, heiß, nass, kalt, Sturm, Hagel, das arbeiten wir jetzt mal so Stück für Stück ab und gehen da mal mit rein mit Trockenheit und Hitze. Was passiert da? Also es wirkt sich negativ auf den Ertrag aus, natürlich auch auf die Qualität. Wenn es einfach Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen, kein Wasser, kein Wachstum, das heißt kein Ertrag, auch keine Stärkebildung oder weniger Stärkebildung. Hitze wirkt sich auch aus, also Pflanzen, auch der Mais, obwohl er Wärme liebt, hat nun mal eine Temperatur Optimum. Und wenn das überschritten wird, fängt auch Mais an abzusterben oder Hitzeschäden zu bekommen. Das sieht man auch gerade so in den südlicheren Ländern, Ungarn, Mittelmeer. Die Maisernten sind relativ früh oft, einfach auch, weil der Mais geschädigt wird in heißen Sommern. Es wirkt sich auch auf die Trockenmasse aus. Man kann das aber nicht so genau sagen, wie die Trockenmasse sein wird. Wenn Pflanzen absterben, durch Trockenheit und Hitze, sehen sie von außen sehr, sehr trocken aus. Es kann aber sein, der Stängel ist noch extrem nass. Gesamttrockenmassen von 25, vielleicht sogar 22 bis 28% sind möglich. Das heißt eigentlich noch zu nass. Man muss es also wirklich testen. Es kann auch sein, dass es deutlich höher sind, dass wir schon bei 40% oder 45% sind. Deshalb möglichst testen. Und auch, wenn wir gerade beim Thema Testen sind, wenn der Mais gestresst ist durch Trockenheit und Hitze, hat er einfach mehr Schäden. Das heißt, er hat mehr, sagen wir mal, Wunden, mehr offene Stellen. Diese können dann eben von Pilzen einfacher besiedelt werden, von Hefen. Insekten gibt es in warmen Jahren mehr, die dann vielleicht den Mais anfressen. Und dadurch steigt die Konzentration von Hefen und Schimmel auf dem Mais. Und ich habe auch vielleicht ähnliche Schimmelarten, wie ich schon hatte, nur mehr. Zum Beispiel Aspergillus. Aspergillus produziert verschiedene Toxine, zum Beispiel Aflatoxin. Und das kann eben mehr werden. Das sehen wir auch gerade so in den südlicheren und wärmeren Ländern, dass da Aflatoxin ein größeres Problem schon ist als bei uns. Noch wichtig zum Thema Messen. Wir haben jetzt eben schon Hefen und Schimmel und den Aspergillus angesprochen. Wichtig ist, es können einfach mehr Mykotoxine in der Silage sein. Deshalb bitte unbedingt messen, denn die können einfach Probleme bei der Fütterung und später im Stall, Zellzahl, Fruchtbarkeit und sowas negativ beeinflussen. Und ganz wichtig auch, ist wenig bisher im Fokus, Nitrat in den Pflanzen zu messen. Nitrat kommt natürlicherweise in den Pflanzen vor, wird von den Pflanzen aus dem Boden aufgenommen und in Protein umgewandelt. Gerade wenn es trocken ist und heiß ist und ich kriege dann vielleicht mal einen kurzen Regen, kurz vor der Ernte, können die Nitratgehalte eben extrem hoch sein in den Pflanzen. Und das kann die Tiergesundheit später negativ beeinflussen. Also bitte einfach mal öfters nachmessen, dann im Silo, ob wirklich alles in Ordnung ist. Dieser Podcast wird gesponsert von Lallemand. Lallemand ist ein Primärproduzent von Bakterien, Hefen und Siliermitteln. Danke für die Unterstützung. Das hilft mir, den Kuhverstand-Podcast weiterzuentwickeln. Du hast jetzt mehrmals vom Messen gesprochen. Meintest du jetzt immer Messen vor der Ernte oder im Silo? Vor der Ernte ist wichtig zu messen, wie sieht die Pflanze mit der Trockenmasse aus, und nach der Ernte am besten im Silo, also wenn ich das Silo öffne, dann messen, wie sieht es aus mit Nitratbelastung, wie sieht es aus mit Mykotoxinbelastung. Es gibt natürlich auch noch andere Anpassungen, die ich machen sollte, aber ich denke mal, da kann Ermek was dazu sagen.
gerade bei den Extremwetter von den ertragmäßig niedrig sind. Das ist auch gute Qualitäten trotzdem oder gute Verdaulichkeit, was von dem, was wir ernten, zu erlangen. Und hier ist wichtig, dass wir den vor allem bei dem Silage-Ernte, das Häckselqualität zu achten. Trockeneren Jahren, trockeneren Trockensubstanzen, dass wir dann genau den kleiner häckseln, Cracker dementsprechend einstellen, dass die Körner, die schon sowieso sehr wenig sind, alle gekrackt sind und das auch am besten öfters schon während der Ernte nachkontrollieren. Ich würde sagen stündlich, dass man immer wieder gucken, wie arbeitet der Cracker. Das hatte einer neulich aus dem Club auch gesagt, Mensch, das ist eigentlich der wichtigste Tag oder einer seiner wichtigsten Tage, wenn die Maisernte ist. Und wenn man da denn zu selten kontrolliert und darauf achtet, dass das richtig läuft, zum Beispiel mit dem Cracker, dann wird es teuer. Ganz genau, ne? Und auch wie der Frank auch meinte, dass wir den Trockensubstanz sehr unterschätzen, dass die Blätter sind zwar trocken, aber die ganze Stängel ist noch viel zu viel nass. Und hier sollte man auch den TS-Gehalt während der Ernte mal messen und dementsprechend nach der Häckselqualität oder Häcksellänge anpassen. Du hast ja gesagt, Ermek, bei der Ernte soll man viel messen, gerade auch das Cracken eben für die Stärkeverdaulichkeit. Wie kann ich das denn jetzt so bei der Ernte möglichst schnell und unkompliziert messen? Es gibt zwei Varianten. Ne? Der eine Variante ist Arbeiten mit Wasser. Dazu brauchen wir 1 Liter Behälter, so mit frisch gehäckseltem Mais nehmen und dann in einen Eimer Wasser schmeißen und den Wasser oben schwemmt, absieben, zur Seite tun. Die Körner, die schweren Partikel, die werden sofort sinken und die nochmal dann extra in einem Sieb auffangen und auf den Boden tun und gucken, wie viel davon gecrackt ist. Mehr wie als 4 Körner müssen die gecrackt sein, am besten alle geviertelt. Also maximal 4 ganze Körner, meinst du? Ja. Und alle anderen, die müssen dann mindestens geviertelt. Maximal 4 ganze und alle anderen geviertelt? Ganz genau, ja. Das also halb reicht dir nicht? Nee, die Gefahr ist da, dass die auch unverdaut dann wieder von hinten rauskommt von den Kühen. Ja. Ja. Die zweite Variante wäre von dem Messen, dass man dasselbe Menge auf dem Boden tut, einen sauberen Boden. Und die Körner zählt, wie viel davon ist dann gecrackt und welche ist noch ganz geblieben ist. Ne? Da hilft, das ist der Regel, genau 4 ganz und alle anderen müssen gecrackt sein. Okay, gut, danke dir. Dann kommen wir mal zum nächsten Part, Nässe und Kälte. Wie ist das einzuschätzen, Frank? Es wirkt sich natürlich auch negativ auf Ertrag und Qualität aus, also Nässe und Kälte übermäßig. Ich werde weniger Ertrag haben und auch weniger Stärkegehalt und Stärkeertrag. Das fängt bei den Pflanzen schon früh an, wenn die Keimung gehemmt ist, weil es einfach zu kalt ist oder ich kann noch nicht den Mais legen, weil es einfach zu nass oder zu kalt ist, zieht sich das Ganze raus. Ich werde eben dann auch eine spätere Ernte haben mit geringerem Ertrag und Qualität. Das heißt, ich muss dann vielleicht auch unter Bedingungen ernten, die ich nicht gewohnt bin. Das heißt, ich plane jetzt vielleicht Mitte September meine Ernte. Weil sich das Ganze aber am Anfang verzögert hat, komme ich vielleicht in den Oktober rein, dann wird's nass, dann wird's kalt. Wie kann ich die Fläche befahren oder auch nicht? Oder ich muss vielleicht früher ernten, weil ich weiß, es wird bald regnen und ich komme in ein schlechtes Erntefenster. Dann ernte ich die Pflanze vielleicht auch noch nicht reif, das heißt zu jung. Da habe ich dann zum Beispiel eine sehr hohen Wassergehalt, also eine geringe Trockenmasse. Umgekehrt, wenn ich sie deutlich später ernte, kann ich eben auch eine hohe Trockenmasse haben. Wenn es dann eben nass ist, gerade bei der Ernte, habe ich auch noch ein Verschmutzungsrisiko mit Erde. Es bleibt einfach dann viel an den Reifen hängen. Ich kann natürlich auch die Fläche einfach für das nächste Jahr dann schon verdichten. Das hat sich jetzt für diese Ernte nicht negativ ausgewirkt, aber dann für die nächsten Jahre. Und wenn die Pflanzen einfach ständig nass sind, ändert sich auch die Mikrobiologie auf den Pflanzen. Das heißt, ich habe ein hohes Wachstum von Pilzen, also von Schimmel und von Hefen. Das heißt, auch wieder
ich habe eine andere Mikrobiologie, eine schlechtere Mikrobiologie auf den Pflanzen. Na, ja, ne, Franka, wenn du auch von dem nassen Boden gesprochen hast, bei solchen Jahren, der Boden ist noch nass, dass man vor allem bei den Fahrsilos, wenn man immer Überfahrten gemacht werden, über den Silo drüber fahren und den Mais verteilen, das soll dann vermieden werden, dass wir dann verschmutzten Boden nicht immer wieder auf dem Silo bringen. Mhm. Dann lieber raufschieben dann. Okay. Und dann mit einem Walzfahrer, der dann auch dünne Schichten macht. Ja, das ist wichtig. Ja, genau. Und wenn wir auch bei dem Extremwetter sind, auch allgemein, ist es sehr wichtig, dass wir dann schon frühzeitig genug auf unsere bevorstehende Futterernte uns einstellen, wie ich schon ausführlich bei unserem letzten Jahr Podcast 117 Silo Management angesprochen haben, dass wir ganz kurz über den Vorbereitung, wie Silo sauber machen, Abdeckmaterialien rechtzeitig anschaffen und Silemittel da ist, dass wir auf das Ereignis schon mal zeitiger einstellen, dass wir dann nicht reagieren müssen, sondern aktiv schon vorher agieren müssen. Hm. Ja, da hast du das vom Anfang nochmal aufgegriffen. Ich werde die Podcast-Folge auch nochmal verlinken, auf die du verwiesen hast, die 117. Da kann man sich das auch nochmal anhören. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Sturm und Hagel, wo man denkt, oh, das ist der Super-GAU. Wie siehst du das, Frank? Wie soll man denn da jetzt, oder erstmal, was passiert da bei Sturm und Hagel? Einfach so rein faktisch mal sich das nochmal vor Augen führen. Wie sieht der Bestand aus? Es kommt natürlich darauf an, wie stark der Sturm und der Hagel sind. Im Extremfall knickt es mir alle Pflanzen um. Das sieht man oft so in den USA und sowas, wo dann wirklich heftige Stürme sind. Oder wenn ich wirklich einen extremen Hagel habe, dann sind die Pflanzen im schlimmsten Fall fast blätterlos. Der Hagel schlägt einfach die Blätter ab. Und dann, oder auch beim starken Sturm, bleibt mir eigentlich nichts übrig, als mehr oder weniger sofort zu ernten. Denn mit jedem Tag, wo ich dann noch warte, wenn die Pflanzen so schwer geschädigt sind oder schon auf dem Boden liegen, fangen die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an zu gammeln, zu schimmeln. Einfach, sie sterben ab und der Zersetzungsprozess beginnt. Also da muss ich probieren zu retten, was noch zu retten ist. Auch mit der Maßgabe, ich werde geringen Ertrag, geringe Qualität und sehr, sehr nasses Pflanzenmaterial haben. Mit einer richtig auch wieder schlechten Mikrobiologie, also Fermentation wird schwierig, aerobe Stabilität später wird schwierig. Wenn der Pflanzenbestand nur leicht geschädigt ist, eben wieder Punkt messen, anschauen. Ich muss mir den Bestand angucken und sagen, der kann sich wieder relativ erholen vielleicht nach dem Hagel. Aber die Pflanzen sind dann geschädigt. Wenn eine Pflanze geschädigt ist, sind das immer Eintrittspforten für Schädlinge, also für Pilze, für Hefen. Und die werden sich dann vermehren. Und auch, das zeigen Studien, mit jedem Tag nach einem Hagel steigt einfach das Risiko für Mykotoxine. Hm. Gibt's da so eine Faustzahl, wo man sagt, wenn so und so viel Prozent beschädigt ist, dann ist es sinnvoll, schnell zu ernten und sonst kann man eher noch warten? Das ist schwierig zu sagen. Man muss das wirklich von Fall zu Fall sehen, auch wie weit der Mais schon in der Entwicklung ist. Mhm. Oder eben wie kurz vor der Ernte und so weiter. Also es ist sehr, sehr fallspezifisch. Ja, okay. Auch hier wichtig bei dem Hagel geschädigte Mais, dass wir nach der Fermentierung, wenn wir das Silo öffnen, dass wir immer das auf dem Mykotoxin messen. Ja, was ja alle Extremwetterereignisse dann gemein haben, ist, dass halt die Eintrittspforten da sind, dass wir, ja, dass es sich die Mikrobiologie verschlechtert, Eintrittspforten für Schädlinge und so. Ja, wie wirkt sich das weiter aus, Frank? Also, was läuft da los? Womit muss man da rechnen? Die Fermentation von Mais läuft normalerweise ganz gut und schnell ab. Gerade wenn ich jetzt ein Extremwetterereignis hatte und ich habe dann zum Beispiel mehr Hefen auf der Silage oder auf dem Mais. Und wir wissen alle, Hefen und Zucker gibt Alkohol. Das kennen wir aus Bierbrauen oder Weinherstellung. Und das passiert dann eben auch verstärkt am Anfang der Fermentation. Viele Hefen
produzieren viel Alkohol. Damit habe ich eben relativ hohe Verluste schon in der Fermentation. Wenn ich jetzt sage, eine gute Fermentation hat vielleicht 2% Verluste, vielleicht 3. Eine Hefenfermentation, da kann es auf 5-7, vielleicht sogar 8% Verluste hochgehen. Wenn ich mir jetzt überlege, so eine Tonne Mais-Silage kostet jetzt etwa vielleicht 50 Euro plus minus. Das heißt, 1% davon Verlust sind schon 50 Cent. Wenn ich sage, ich habe dann vielleicht so 3-5% mehr Verluste jetzt durch die schlechtere Fermentierung, sind das schon pro Tonne 1,50 bis 2,50 €. Also ich habe einfach schon extrem hohe Verluste oder kann ich haben am Anfang. Und ich habe dann eben eine Silage mit vielen Hefen, die in der Fütterung Probleme machen, vielleicht auch mit vielen Schimmelpilzen und eben auch mit viel Alkohol. Auch Hefen sind natürlich immer schlecht für die aerobe Stabilität. Das heißt, wenn ich diese Silage dann auch öffne, mit hohen Hefegehalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir die Silage eben sehr schnell warm wird, schimmelt, noch mehr Mykotoxine bildet, einfach hoch. Und hier können dann die Verluste durchaus 10, 20, 30% im schlimmsten Fall sein. Und das heißt dann wirklich 50 Euro für eine Tonne Silage. Wenn 20% weg sind, sind das schon mal 10 Euro pro Tonne. Und wenn ich das auf 1.000 Tonnen, auf 10.000 Tonnen hochrechne, verliere ich da einfach eine Menge Geld. Mhm. Wo du jetzt von Tonnen sprichst, da meinst du jetzt immer Frischmasse? Da meine ich jetzt Frischmasse, ja. Ja. Frank, du hast vorhin auch mal den Hefen und Alkohol angesprochen, auch bei gut vergorenen Mais-Silagen, vor allem ziemlich gut von dem siliertechnisch gelaufenen Mais-Silagen, Problem der klebstoffartiges Geruch, so eine, ne, nach Nagellack. Hast du da dazu was Erfahrungen oder warum tritt das dieses Problem auch gerade bei gut vergorenen Silagen? Ja, das ist was, Ermek, was wir in letzter Zeit eigentlich öfter sehen, gerade in wirklich eigentlich Top-Silagen, also wo der Landwirt alles richtig gemacht hat, Top-Management, Top-Ernte, also Top-Verdichtet, wo man sagt, diese Silage müsste erstklassig sein. Dann sehen wir aber eben diese Ester, diese, wie du sagst, dieser Klebstoffgeruch. Und Ester entsteht immer aus einem Alkohol und aus einer Säure. Säuren habe ich natürlich in der Silage, Milchsäure, Essigsäure. Alkohol kommt gerade in der Mais-Silage auch immer ein bisschen vor. Das ist ganz normal. Wenn ich dann aber erhöhte Gehalte habe, durch eben Hefen, dann kann da eine Veresterung stattfinden. Gerade in Bereichen, die richtig gut sind eigentlich, vielleicht sogar zu gut. Das heißt, wo man vielleicht sogar zu gut verdichtet hat. Diesen Klebstoffgeruch finde ich oft in der Mitte der Silage und weiter unten, wo ich dann vielleicht sogar die Verdichtung vielleicht sogar ein bisschen überschritten habe. Also es gibt auch ein zu viel. Dann. Genau. Dieses Verdichtung messen ist auch ein Sinn. Großes Element, finde ich mal, bei der Silierung. Ich finde auch, dass die Silagen vor allem im oberen Bereich nicht gut verdichtet sind. Bei Mais-Silagen, wir nehmen immer Faustzahl als gute Verdichtung, wenn beim optimalen Trockenmassebereich um die 240, 250 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter Mais, sehen wir das. Wenn man darüber liegen, das ist schon dann mangelhafte Verdichtung. Maximal, was ich messen konnte, war um die 280 bis 300 Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter. Das ist aber bei extremen Fall in den größeren Silagen, wo man halt 4-5 Meter Höhe haben, Silohöhen, und den unteren Bereich gelangen wir das. Und dieses Verdichtung messen bieten wir, ich persönlich, an unsere Kunden, wo halt Bedarf besteht. Und auch unsere Vertriebspartner können das mit anbieten. Und wie kann man denn reagieren? Also wenn man jetzt feststellt, Mensch, das ist bei mir unten zu stark verdichtet, ich bin irgendwie bei 300, kann man da was machen dann? Oder wie? Also ich frage mich dann halt, ja, wie macht man denn damit jetzt weiter? So, ne, mit dieser Erkenntnis.
Wenn ich das Problem von dieser Veresterung habe, dann kann ich nur noch reagieren. Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr so viel machen. Ich kann probieren, die Silage auszulüften, das heißt dünn auszulegen, dass die einfach der Ester auslüftet und rausgeht. Denn diese Silage wird sehr schlecht gefressen und macht dann auch Probleme bei den Tieren. Ich kann probieren, den pH-Wert in der Silage, also die ich dann füttern will, mit Natriumbicarbonat zu erhöhen. Denn diese Veresterung findet bei niedrigem pH-Wert statt. Wenn ich den pH-Wert erhöhe, zerfällt der Ester wieder in Säure und Alkohol. Aber damit habe ich leider nur reagiert und nicht agiert. Beim Agieren wäre es eben wichtig, Siliermittel einzusetzen, was eben die Hefen unterdrückt. Da hilft normalerweise der Lactobacillus buchneri sehr gut. In diesem Falle hilft er auch, der ist aber ein bisschen langsam. Da bräuchte man dann noch einen Stamm, wie zum Beispiel den Lactobacillus hilgardii, der ein bisschen schneller ist und gerade am Anfang die Hefen schon sehr schnell unterdrückt und eben diese Alkoholbildung verringert. Für mehr Informationen zum Thema Siliermittel einfach vielleicht den Podcast Nummer 88, Basiswissen Siliermittel, anhören. Ja, genau. Da haben wir ja schon sehr ausführlich drüber gesprochen, wie man sich dem nähern kann, dass man das mal versteht, wie das denn funktioniert mit den Siliermitteln und wann was Sinn macht. Ne? Gut, ja prima. Dann haben wir ja so einen kleinen, ja, also so eine Ausführung nochmal gemacht, was, ja, was eigentlich diese extremen Wetter verursachen, dass wir Möglichkeiten haben zu agieren auch. Ne? Und dass man da, ich finde, man darf da nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, Wetter, wir sind ja abhängig vom Wetter und das können nichts machen. Nein, man kann einiges machen und man sollte einiges machen. Und da möchte ich für werben. Also Management ist möglich. Wir können messen. Wir können bei der Ernte nah dran sein, gucken, wie ist das mit den Körnern. Und auch wenn es öfter auftritt oder schwierig wird, es gibt immer wieder Dinge, wo man das noch ein Stück besser anpacken kann oder anders anpacken kann. Und ja, eventuell wird es auch neue Sorten geben, die mehr angepasst sind oder neue Arten. Ne? Was kann da auf uns zukommen, Frank? Wie siehst du das mit neuen Sorten und Arten wegen Extremwetter? Definitiv, das sehen wir auch schon in anderen Ländern, wo es schon trockener und wärmer zum Beispiel ist. Dass wir zum Beispiel in manchen Regionen vermehrt zum Beispiel Sorghum bekommen, verschiedene Hirsearten. Und ich glaube auch, dass GPS, also Ganzpflanzensilage, wichtiger wird, um die Futterversorgung zu stabilisieren. GPS bringt normalerweise immer einen recht stabilen Ertrag über die Jahre. Und das wird einfach wahrscheinlich ein Baustein werden, der in Zukunft immer wichtiger wird, dass ich eine gewisse Grundversorgung an Futter habe. Wer da agieren möchte, fängt ja im Prinzip schon mal mit kleineren Hektars an mit GPS, um da auch in einen Erfahrungsmodus zu kommen, ne? Und Erfahrungen zu sammeln, sodass man dann auch das im Notfall dann hochziehen kann, wenn man merkt, oh, das es bringt irgendwie nochmal Stabilität in meine ganze Erntesicherheit oder so. Ne? Auf jeden Fall. Und die Herausforderungen, die kommen, sind ja nicht unbedingt neu. Wir hatten Extremwetter schon immer. Die sind vielleicht nur eben nochmal etwas stärker und häufiger. Ja, danke dir, Frank. Danke dir, Ermek, für ja, die Gesprächsrunde, die wir hier hatten. Ich hoffe, das konnte motivieren, dass man da das anpackt, frühzeitig sich mit der Silierung beschäftigt, alles ranholt, um dann auch den Kühen was bieten zu können das ganze Jahr über. Ja, danke, Christian. Wir hoffen auch, dass unsere gerade Diskussion auch unsere Kunden, Landwirte motivieren können und als Hilfestellung leisten können. Ja, danke, Christian. Es wird neue Herausforderungen geben, aber man kann sie definitiv managen. Danke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich werde auch nochmal den Kontakt von euch in die Podcast-Beschreibung packen. Auch gerade Ermek in Deutschland kann man gut erreichen. Daher da nochmal den Appell, da ruhig sich bei Bedarf nochmal Antworten zu holen. Kommen wir zur Rubrik Neues aus dem Club. Es sind etliche neue Videos online über den Club der alten Kühe. Die kannst du alle abrufen unter kuhverstand.de/
Club und ich möchte dir jetzt zwei kurze Ausschnitte aus diesen Videos als Ton zeigen. Und zwar habe ich Julia Assam und Jürgen Burger gefragt, was sie am Club zu schätzen wissen. Der ehrliche Austausch unter Kuhmenschen, die wirklich auch weiterkommen wollen, die wirklich Interesse haben und genau vor allem das Ehrliche. In der Community, wir sind alle gleichwertig. Es gibt keinen Chef. Der Christian ist nur der das in die Bahnen, der die Leitplanken bestimmt und was da drinnen passiert. Das machen wir unter uns aus, möchte ich fast sagen. Es ist niemand auf einer Stufe. Wir sind alle gleichwertig. Man hat unheimlich kompetente Leute im Club, die unheimlich viel wissen und unheimliches Wissen haben. Und jeder weiß zu einem Thema ein bisschen was und mancher weiß mehr. Und dann kommt man immer an die richtigen Leute, wenn man was Spezifisches wissen will. Wenn man ein Problem hat. Und dann, das ist ein Wahnsinn, also der Club. Hat mich nichts so vorangebracht wie der Club der alten Kühe. Mit den Challenges, dass man Hausaufgabe kriegt und so. Das hilft einem nur weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit deinen Kühen. Dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.